Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Wir sind mit Aya unterwegs und in der letzten Folge haben wir den Schakal getötet. Und wir müssen jetzt Kuria erreichen. Dann schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Okay, hier geht's nicht rein. Haben wir eine Karte hier? Eine Weltkarte haben wir nicht. Alles ist dunkel hier. Und es ist alles ziemlich leer, muss ich sagen. Okay, hier ist nur so von Soldaten. Wir müssen dort hinten rein. Okay, das müssen wir anders machen. Boah, wie soll ich denn da reinkommen? Können wir hier so ein bisschen rüber gehen? Sindu haben wir ja leider nicht. Na, schaut schon sehr nice aus. Betrete, wenn wir hier reinkommen. Das werden wir nicht schaffen. Geh halt hier hoch, Mensch, machst du denn? Wie soll ich denn da durchkommen? Okay, probieren wir gleich nochmal, würde ich sagen. Wenn wir da ganz hinten anfangen müssen. Das war mir klar. Ich könnte schon probieren, dass ich dort hinten raufgehe und dann mich oben entlang arbeite. Ah,
Aber ich komme natürlich nicht rauf. Okay, da oben komme ich nicht rauf. Der Weg hier lang ist eigentlich nicht so schlecht. Nee, hier komme ich gar nicht rauf. Obwohl, dort oben müsste es eigentlich gehen, oder? Nee, ich habe bloß ausgeschaut. Okay. Ob die hier rüberkommen wegen dem Wassergraben? Okay, was haben wir denn da oben noch? Thank you.
Okay, ist sie sauber oder nicht? Eliminiert. Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Cäsar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und Land für alle Bürger bietet, nicht nur den wenigen Privilegierten. Ciao, Bella. Oh, stechen sie aber alle ab. Auch du, mein Sohn. Der Tyrann ist tot. Ihr seid nun frei. Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Rom ist die Ewige! Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Cäsar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Cäsar. Was hast du getan? Cäsarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodoros starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. So, somit ist Cäsar auch Geschichte. Bin gespannt, geht's jetzt hier noch weiter oder war es das?
Aber ich denke mal, das werden wir gleich erfahren. Bayek. Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter. Unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Sich deine Siege vervielfachen. Papa? Spring. Gut, Leute, damit würde ich sagen, ist das Projekt Assassin's Creed erstmal abgeschlossen, denn wir haben es durchgespielt. Und weil wir jetzt noch hier in der Welt rumrennen, wir könnten halt jetzt noch die restlichen Nebenquests und sowas machen. Du kannst ins Büro der Verborgenen in Memphis aufsuchen. Dort im Geschäft stehen einzigartige Gegenstände zum Verkauf. Ja, das können wir doch nochmal schnell machen.
Gruß in das Büro in Memphis. Dort. Schnellreise. Genau. Ja, somit ist Assassin's Creed eigentlich abgeschlossen. Wie gesagt, man kann halt jetzt noch Nebenquests machen, Rüstungen noch suchen und und. Aber ich werde jetzt erstmal für nicht so lange Zeit, sage ich mal, beiseite legen, weil ich habe ja noch andere Projekte und auf die habe ich auch schon richtig Bock. Wenn ihr das seht, wird wahrscheinlich schon Xenoblade Chronicles laufen. Dann habe ich vor, auf Twitch jetzt demnächst dann irgendwann Nioh zu streamen. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr da auch dabei seid. So, was gibt es hier noch? Jetzt schauen wir aber noch, trotzdem noch kurz, was es hier alles so gibt. Genau, die ganzen Steinkreise gibt es noch. Baye, schön dich zu sehen. Hier, schau mal da rein. Naja, hier gibt es ja natürlich. Na, hier kann man die Erfahrungspunkte hochballern und. Gut, Leute, ich würde sagen, Assassin's Creed ist abgeschlossen. Wir haben es durchgespielt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, eines der besten Assassin's Creed seit Jahren. Nicht immer das gleiche gewesen, hat mir wirklich Spaß gemacht. Die ganzen Quests auch waren wirklich super. Gut, dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran an den anderen Let's Play-Projekten auf meinem Kanal. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch unterstützt. Und wenn euch dieses Projekt gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt. Ciao, ciao, euer Andi.